Hogada, Ausflug schnorcheln in Hogada Giftun-Insel. Die Giftun-Inseln, in nur knapp 1 Stunde Fahrt mit dem Motorboot erreichen wir die Giftun-Inseln, die auch als Paradiesinseln bezeichnet werden. Sie sind ein beliebtes Ziel für einen Ausflug zum Entspannen und Schnorcheln. Die Inseln zeichnen sich durch weiße feine Sandstrände aus mit einem Karibik-Flair. Das türkisfarbige kristallklare Wasser lädt zum Schnorcheln ein. Genießen Sie den Aufenthalt auf einer dieser Trauminseln. Ein Tag voller Entspannung und Karibik-Flair erwartet Sie. Wir garantieren Ihnen ein unvergessliches Erlebnis Tour-Schnorcheln in Hogada Giftun-Insel. Ihr Ausflug Schnorcheln in Hogada Giftun-Insel beinhaltet folgende Leistungen: Transfer ab bis Ihrem Urlaubhotel zum Hafen, Fahrten im klimatisierten Fahrzeug, Einweisung unseres geprüften Tauchlehrers, Ausrüstung zum Schnorcheln kann geliehen werden, Taucherbrille, Schnorchel und Flossen, Mittagessen on Board inklusive Softgetränke, Kaffee oder Tee, 3 Stops an besonders eindrucksvollen Riffen, Aufenthalt auf einer der Giftun-Inseln zur freien Verfügung, Schwimmwesten und Schattenplätze auf dem Schiff. Ihr Ausflugsprogramm im Detail: Schnorcheln in Hogada Giftun-Insel. Der Ausflug Schnorcheln in Hogada Giftun-Insel startet gegen 8 Uhr mit der Abholung an Ihrem Hotel in Hogada. Nach kurzer Fahrt im klimatisierten Auto erreichen wir den Hafen. Wir fahren aufs Rote Meer und Sie erhalten eine ausführliche Einweisung unseres geprüften Tauchlehrers, auf was Sie beim Schnorcheln achten sollten. Die Ausrüstung können Sie an Bord kostenfrei leihen. An 3 Haltepunkten zum Schnorcheln in Hogada entdecken Sie die farbenprächtige Artenvielfalt und einzigartige Korallenriffe des Roten Meeres. Bitte achten Sie die Natur mit Respekt, nur schauen, nicht anfassen. Tauchen Sie ein in die außergewöhnliche Unterwasserwelt vom Roten Meer und mit etwas Glück erhalten Sie gleichzeitig die Chance, mit freilebenden Delfinen zu schwimmen. Die freundlichen Meeresbewohner tummeln sich rund um die Küste Hogadas. Während der Fahrt bereitet Ihnen die Crew ein Mittagessen zu. Sie stärken sich am reichhaltigen Buffet. Entspannen Sie bei freier Zeit auf eine der Giftun-Inseln. Sonnenbaden oder Schnorcheln liegt ganz bei Ihnen. Ein unvergessliches Erlebnis nehmen Sie mit nach Hause. Am Nachmittag erreichen wir die Anlegestelle. Der Bus für den Transfer in Ihr Urlaubshotel erwartet Sie bei Ankunft des Schiffes. Extra Egypt freut sich auf einen gemeinsamen, erlebnisreichen Tagesausflug.